Feuerresistenz oder so wäre eigentlich ganz schick. Unsichtbar machen, ne. Glück erhöhen, ne. Gift Dingsens. Ich weiß nicht, ob wir den vergiften können. Der besteht aus ganz vielen Körpern. Ne, komm, wir gehen da wieder rein. Und probieren das genau so nochmal. Lauf. Oh. Okay, nicht genau so nochmal. Oh, da wird sogar kurzfristig gestunt dadurch. Aber nur ganz kurzfristig. Das macht sogar vielleicht. Oh. Nicht in das Feuer. Ich wollte gerade sagen, es macht vielleicht sogar Sinn, kurzfristig absichtlich an den Rand zu gehen, um halt einen Angriff zu provozieren. Oh oh. Ich glaube, das sollte mich nicht erwischen. Die Arena ist echt doof für einen Magier. Au. Au. Okay. Ist echt gut, dass wir die 20 Stück gefunden haben. Das wäre sonst doch recht teuer geworden. Das war gerade noch eine neue Attacke, oder? Von ihm? Das war nicht der Griff. Das war nochmal was anderes. Das da ist der Griff. Ja, bleib im Feuer stehen und zauber. Das ist super. Nicht schön. Woran liegt's? Ich unterschätze, wie lange es dauert, bis wir geheilt haben, weil ich halt nicht genug Agilität habe. Das muss ich wirklich mit reinberechnen. Und Gott. Und die Umgebung. Ich habe die Umgebung immer noch nicht drauf, wann, wo, wie, was ist. Also, einfach nochmal rein. Nochmal. Das wäre jetzt auch ein bisschen leicht, glaube ich. Oh. So, du bist alle. Einmal wechseln. Ich hätte gern einen großen eigentlich. Oh. Was machst du da? Das war neu. Komm, 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 komm. 60% oder so. Was ist das? Das kannst du ruhig öfters machen. Das hält dich ganz schön lange auf und trifft uns nicht, weil es viel zu weit weg ist. Au. Au. Weg. Komm, 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 komm. Weg. Au, nicht. Nein, nein, nicht ins Feuer. Das ist doof. Also wir haben definitiv zu wenig Lebenspunkte. Und zu wenig Agilität. Und wenn wir mehr Schaden machen würden, dann wäre auch schon tot. Also theoretisch könnten wir woanders hingehen und später herkommen. Aber ne? Man sieht, es ist machbar. Es liegt eigentlich echt nur am Movement. Und das Movement bekommt man, wenn man es immer wieder macht. Also beiße ich mich jetzt da durch. Aber ich benutze mal vor wieder so einen. So. Was dich. So. Dich. Oh, warte mal. Du benutzt doch einfach bitte mal. Du kannst weg. Und wir hätten gerne die besseren Heilsteine. Ich meine, es ist ein Bosskampf, verdammt. Da können wir ruhig ein bisschen Ressourcen benutzen. Also, rein da.
So. Ja, gleich am Anfang. Benutzen. Und ich bin gleich tot. Trink. Ah. Okay. Das war wieder eine Human Effigy. Habe ich erwähnt, dass es sehr praktisch ist, dass das Leuchtfeuer direkt neben dem Bossraum ist? Jetzt nicht leichtsinnig werden hier. Macht die Sachen schön nach der Reihe wieder kaputt. Also ich glaube, ich gebe mir jetzt noch einen Versuch. Wenn es klappt, klappt es. Wenn es nicht klappt, dann gehe ich erstmal zu der versteinerten Frau, entsteiner sie und gucke, ob es da irgendwas Schönes gibt. Weil ich bin allgemein nicht so der Fan davon, das zigtausendmal zu probieren. Auch wenn mit jedem Mal die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir es dann irgendwann schaffen. Aber trotzdem. Da. Oh, und wir können unseren Stab auch noch verbessern. Jetzt, wo wir wissen, wo wir die großen Shards herbekommen. Und du bist viel zu nah dran, Junge. Ja, schon wieder. Okay. Nimm mal die Kamera raus, danke. Trink eine Flasche. Au. Okay, ich sollte einfach weniger mit der Kamera arbeiten. Ich nehme ihn nur in Fokus, wenn ich ihn angreifen will. Okay, dann sehe ich aber auch nicht, wenn er das macht, genau. Trink. Trink. Hinter mir ist irgendwo ein Feuer, oder? Das war sehr knapp. Ja, war ein Feuer. Zauber wechseln, Zauber wechseln. Target raus. Oh, Kacke. Ich glaube, den Seenhaufen da hinten ignoriere ich erstmal. Oh, das war nicht gut. Da lang. Gott sei... Oh, oh. Ich wollte gerade sagen, Gott sei Dank spucken die Statuen hier nicht. Lauf, 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 lauf. Oh, sehr schön weit weg. Möchtest du nicht mal ein paar Mal auf diesen Boden spucken? Wie du das vorhin gemacht hast. Das war echt super. Und da oben auf seiner linken Schulter ist ein... Wow. Sieht aus, wenn ein Typ hocken würde, der ihn anfeuert oder ihn kontrolliert. Kann man den vielleicht anschießen? Au. Nicht nachdenken. Mehr rollen. Zaubern. Au, es war schon wieder Feuer. Zaubern. Rollen. Rollen. Zaubern, zaubern. Alles gut. 50%. Hey, ist doch super. Zaubern. Das ist neu. Die Fähigkeit bekommt er also nur unter 50%. Ah, den kann ich nicht wegrollen. Target raus, Ecke laufen, heilen. Target raus, weglaufen. Target raus. Komm. Komm. Yikes. Komm, komm, komm. Wir haben noch 9 von den großen Pfeilen. Einmal. Zweimal. Oh oh. Heilen. Schneller. Oh, jetzt spuckt er.
Einmal, zweimal. Komm schon! Stipp. Ah, sehr geil. Sehr, sehr geil. Größere Seele. Ja, Nito war auch eine größere Seele. Soul of the Rotten. Fire ahead, try jumping. Ja, später. Erstmal gucke ich mir die Seele an. Dragon Rider. Da, Soul of the Rotten. The Rotten embraces all. Also der Verrottende umschlingt alles. In seinem Sanctuary. Hä? In dieser Zufluchtsstätte für alle Dinge, die nicht gewollt sind oder weggeworfen wurden. Okay. Das war jetzt nicht so informativ. Und hier... Ja, da hinten ist Loot. Kommen wir da irgendwo hoch? Ne. Okay, dann einfach darüber springen, hm? Ja. Fire Seed. Was machst du Schönes? Bist du ein Spruch oder ein Gegenstand? Nein. Emit Force? Nein. Achso, du könntest auch so ein Brockending sein. Das da. Fire Seed. Verstärkt Pyromantieflamme. Das heißt, das Ding werden wir wohl benutzen, sobald der alte Meister uns nichts mehr verbergern kann. Du heilig. Jo, und 53.000 Seelen. Das ist doch sehr schick. Das heißt, wir gehen jetzt weg hier. Warte. Ich teleportiere mich das kleine Stück. Ich will nicht die Seelen jetzt verlieren auf irgendeinem dummen Zufall. Zurück zum Leuchtfeuer. Vom Leuchtfeuer aus nach Majula. Genau. Travel Majula dahin. Und dann hätte ich gerne eine Waffe. Eine Waffe, die wir einigermaßen gut benutzen können. Die wir hochstufen können. Und die wir dann verzaubern können. Haben wir schon eine solche Waffe? Wir haben... Parrying Dagger? Nee. 10, 9... Foot Soldier. Viel zu hoch, viel zu hoch, viel zu hoch, viel zu hoch. Scimitar. Mailbreaker. Hält sich in Grenzen. Also das Schwert hier sieht schon mal nicht schlecht aus. 10-9. Obwohl, warte mal, der macht 115 Schaden. Der macht 78, 78, wären zusammen 150 plus. Aber halt Feuer und das kann Resistenzen haben. Nee. Ich weiß noch nicht. Wir könnten nochmal zu dem Waffenhändler gucken. Aber erstmal... Nee, nicht erstmal zu ihr. Wir müssen erstmal zum Waffenhändler, dann gucken, was wir eine ordentliche Waffe finden und dann unser Level dementsprechend anpassen. Es bringt jetzt nichts, wenn wir unsere Stufenaufstiege machen und dann merken, oh, wir bräuchten jetzt für das und das aber nur noch zwei Seelen. Also du. Ja, neue Sachen, sehr gut. Ja, sehr schön, dass es dir gut geht. Kaufen. Es sind alles Rüstungen. Achso, weil du ein Rüstungsschmied bist. Das macht vollkommen Sinn. Always open for business. Dann sollten wir wohl eher zu dem Waffenschmied gehen, hm? Da lang, da lang, da lang. Ja. Hallo? Kaufen. Langschwert. Ein stinknormales Langschwert. Das könnten wir aufstufen. 10-9. Ein Breitschwert würde mehr Stärke brauchen. Ein Falchion würde, glaube ich, eher zu Talana passen. Ein Estoc. Und ein Rapier.
Oh, ein Degen. Degen wäre schick, ja. Braucht nur 5 Stärke und 12 Geschicklichkeit. Also 5, 12. Wie viel haben wir jetzt? Player-Status. Wir haben 3 Stärke. Das heißt, wir müssten... Ach du gute Güte. Wir müssten 2-mal Stärke erhöhen und 5-mal Dex. Das sind 7 Level. Ich weiß nicht, ob ich das will. Wenn ich 7-mal insteige, dann haben wir trotzdem mehr. Und wir brauchen einen Slot für die Waffe. Also ich weiß nicht, ob ich das machen will. Ernsthaft. Die Idee ist erstmal begraben. Ich hole mir jetzt lieber erstmal mehr Leben, mehr Agility und all so anderes tolles Zeug. You have acquired the soul of an old one. Richtig. That is more than most undead can say. Das war's. Ich habe einen der Halbgötter dieser Welt zerstört und seine Seele an mich genommen. Ein Satz. Okay. Die alte Gwinnewehr hat ja auch nicht so viel geredet. Also Level up. Wir hätten gerne mehr Endurance. Wir hätten gerne mehr Lebenspunkte. Da steigern wir auch mal ein wenig, weil es bringt gute Resistenzen und es erhöht Agilität. Oh, der zweite Punkt. Verblutungsresistenz. Lieber mehr Stamina. Vigor. Ja, Stamina brauchen wir echt auch für den Priesterkampf später. Ich glaube, ich lasse das mal genau so. Also 4 Punkte in Endurance. Und Rest in Lebenspunkte. Jo. So, es war teuer, aber notwendig. Den Rest geben wir aus beim alten Mann. Hier. Schön, dass du hier geblieben bist. Flamme verstärken. Nee. Erstmal kaufen. Magic Defense, nein. Wir haben ein Kraut. Wir könnten nochmal Soul Arrow kaufen. Nee, du. Ich kaufe das nicht, sondern... Ich verbessere lieber meinen Stab. Wir haben hier immer noch keinen besseren gefunden. Und wir wissen jetzt, wo man die großen Splitter sammeln kann. Also Reinforce. Unseren Stab. Mit Large Titanite Shards. Ja. Und dann ein Titanite Chunk. Würde das Ganze nochmal um 12 Punkte erhöhen. Also, ja, komm, gib ihm. Ja, das müsste schon mal einen guten Boost gegeben haben. Wahrscheinlich immer noch nicht genug, um die Klerikerin zu schaffen. Aber das müssen wir auch gar nicht mehr momentan. Wir haben noch eine schöne Alternative gefunden. Zum einen haben wir immer noch... Travel. Haben wir immer noch hier bei dem zweiten Leuchtfeuer noch mehrere andere Wege, die wir gehen können. Also wir sind einfach jetzt nach ganz unten gegangen, aber oben gab es auch noch 2 Nebelwände, glaube ich. Also mindestens eine. Und die Tür. Also da geht's weiter. Und wir haben jetzt einen Gegenstand gefunden, mit dem wir entsteinern können. Das heißt, wir können den Weg hier zurückgehen, zu dem großen Typen mit dem Schwert, dem blauen Schwert, und die Frau entsteinern. Und dann den Schalter drücken und dann wahrscheinlich die Tür öffnen, wodurch wir nochmal in neue Gebiete kommen. Also, wir haben gut was zu tun. Und wir haben gut viele Möglichkeiten, um stärker zu werden, damit wir irgendwann die doofe Klerikerin da schaffen. Und dann haben wir von da aus wieder neue Möglichkeiten. Also, ne? Unser Weg verbreitert sich immer mehr. Wir haben immer mehr Gebiete, wo wir nachgucken können und stärker werden können und töten können überhaupt. Und das ist gerade richtig schön. Also, bis gleich.